Herzlich also Willkommen bei Brenten Mundorfs Asthma Astro TV. Nachdem ich lange Zeit keine Messier-Objekte mehr vorgestellt habe, werde ich heute wieder mal eins präsentieren. Heute habe ich mich mal für Messier 50 entschieden, das auch die Bezeichnung NGC 2323 trägt. Es handelt sich um einen offenen Sternhaufen im Sternbild Einhorn. Dieser offene Sternhaufen ist aber auch ein besonderer Sternhaufen. Denn um diesen Sternhaufen herum befinden sich keine hellen Sterne. Das heißt, der Sternhaufen ist am Himmel für sich allein. Und das macht es auch ziemlich einfach, diesen Haufen zu finden. Um, diesen, um ihn finden zu können, muss man Sirius erkennen, das im Sternbild großer Hund liegt. Da muss man den finden als erstes, und den Stern Prochion im Sternbild kleiner Hund. Das sind aber zwei sehr helle unauffällige Sterne. Aber wenn man die Verbindungslinie Sirius Prochium betrachtet, was Sie jetzt hier in der Abbildung sieht, und ca. ein Drittel der Strecke von Sirius entfernt ist, findet man Messier 50. Das würde aussehen wie so ein kleines Nebelchen. Aber wenn man es mit einem Fernrohr, das eine Öffnung von 6 cm Öffnung betrachtet, werden schon bereits die hellsten Sterne sichtbar sein. Dieser Sternhaufen ist ziemlich jung. Sein Alter beträgt maximal 140 Millionen Jahre. Aber ich habe auch Quellen gelesen, wo steht, dass dieser Haufen 78 Millionen Jahre alt ist. Aber 140 wäre für diesen Haufen das Maximum. Entfernt ist dieser offene Sternhaufen ca. 3000 Lichtjahre. Und gleichzeitig 70 Licht befindet sich dieser Haufen 70 Lichtjahre südlich der Mischstraßenebene. Also es ist auch am Himmel relativ groß von der Winkelausdehnung. Es hat eine Winkelausdehnung von 16 Bogenminuten und ist somit am Himmel etwa halb so groß wie die Sonne, das eine scheinbare Größe von 32 Bogenminuten hat. Und daraus lässt sich berechnen, dass der Durchmesser von MISE 50 bei 13,6 Lichtjahre liegt. Die Berechnung habe ich jetzt auch mal hier vorgestellt. Jetzt sieht man einmal die Verhältnisgleichung. Tangens Alpha halbe ist gleich G halbe durch R. Alpha steht für den Scheinbanddurchmesser, G steht für die Größe des Objekts und R steht für die Entfernung. Deswegen habe ich dann hier dann die gleiche umgestellt, da wir ja die Größe G haben wollen, also den Durchmesser. Da hätte man als nächstes G-Halbe ist gleich Tangent alpha-Halbe mal R. Danach die Größe ist gleich 2 mal die Entfernung bei Tankens Alpha halbe. Und deswegen, um die Größe zu kriegen, muss man dann einsetzen: 2 mal 3000 Lichtjahre mal Tankens Alpha halbe. Um die 16 Bogenminuten in Grad umzurechnen, habe ich ganz einfach eine Verhältnisgleichung genommen, x zu 1, also die Bogenminuten zu 1, weil das wäre ja das Gesamte, verhält sich zu 16 wie 60. Und deswegen habe ich dann somit errechnen können, dass. 16 Bogenminuten, 0,26 Grad entsprechen. und Weg habe ich dann in, in der Gleichung bei Tangens 0,26 durch halbe eingesetzt und hat man somit einen Durchmesser von knapp 14 Jahren, also 13,61. Dieser offene Sternhaufen ist ziemlich schwer. Also es hat eine Gesamtmasse von ungefähr 1000 Sonnenmassen geschätzt. Und es befinden sich mehrere hundert Haufen Mitglieder in diesen Sternhaufen. Nach einer Untersuchung aus dem Jahre 2012 sollen es ca. 500 Sterne sein. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Lasst gern ein Like da und hoffentlich hören wir uns dann bald wieder. Ciao. Danke fürs Zusehen.